Hallihallöch, meine lieben Zocker-Junkies. Ich bin euer Anubis. Jetzt sitzt die Cappy schon bei der Begrüßung falsch. Und ja, bevor das eigentliche Video losgeht, habe ich noch eine kleine Aufgabe. Und zwar muss ich mich entschuldigen. Und zwar, bei der Gamescom war ich ganz, ganz mutig. Und habe zu einem der Entwickler gesagt, als er mich fragte, wie ich Titanfall 1 fand, was ich bisher nie wirklich gespielt habe. Dass ich zu dem Zeitpunkt gesagt habe, dass Titanfall 1 nur das bessere Call of Duty sei, ja, und er mich darauf vor die Menge gestellt hatte, mitten in der Schlange und sagte, du gehst jetzt hin, spielst eine Runde Titanfall 2 und nimmst das nebenbei auf. Ja, ich gucke hinter mich und die Leute, die da garantiert gefühlte 4 Stunden und länger standen, ihr könnt euch sagen, ja, von denen die Blicke vorstellen. Ja, ich habe aber gespielt und hiermit entschuldige ich mich auf jeden Fall dazu. Und Call of Duty. Ah, nein. Titanfall 2. Jedenfalls das, was ich bei der Gamescom gespielt habe. Sehr geiles Event außerdem noch gewesen. Ich habe eine Menge von euch außerdem getroffen. Guckt mal bei Baselife Gaming vorbei auf Facebook, Link in der Beschreibung, da seht ihr ein paar nette Fotos. Und ja, Titanfall 2, das was ich auf der Gamescom gespielt hat, hat mir richtig Spaß gemacht und ja, ich werde auch Titanfall 2 mir höchstwahrscheinlich kaufen. Das wird nämlich der erste Shooter in der Richtung von Call of Duty und Co. sein. Ich meine diesen ganzen Standard-Quatsch, der kein Arena-Shooter ist, der mir so richtig Laune machen wird. Aber überzeugt euch davon selbst in meinem kleinen Video, was ihr jetzt sehen werdet. Ich bin euer Nubis. Danke fürs Zusehen. Es war mir eine große Freude, für Sie ein Video gemacht zu haben und bis später.
I feel like I fought all my life for this. This one part, this one third, I've always missed. No, just don't let it go. I started the fight, but now I'm losing. So will I fall again? I'm scared of heights, yet it was me. We'll be right back.